Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu dem neuen Video für die Prüfungsvorbereitung. Heute geht es um eine Diskussion führen, um den Teil Nummer 2 der mündlichen Prüfung Tech-Deutsch B2. Das Thema der Diskussion lautet Roboter im Haushalt. Außerdem möchte ich dich ganz herzlich zu meinen Kursen für die Prüfungsvorbereitung einladen. Und zwar bald starten Kurse für die mündliche Prüfung und für die schriftliche Prüfung Tech-Deutsch B2. Ich stelle dir alle Materialien, alle Bücher zur Verfügung. Du musst dich um nichts sorgen. Außerdem bei der Prüfung, bei der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung stehen dir auch mein Buch Sprechen B2, also Prüfungstraining für die Prüfung Tech-Deutsch B2 zur Verfügung. Das werde ich dir per Post einfach zuschicken lassen. Wir trainieren prüfungsnahe Aufgaben, ich korrigiere deine Präsentation und verbessere sie und wir machen sehr, sehr viele Übungen für die mündliche Prüfung zusammen, so dass für dich überhaupt keine Angst machen sollte, egal welche Aufgabe du bekommst, wirst du diese Aufgabe immer schaffen. Also, wenn du mit mir lernen möchtest, melde dich bei mir an. Oder wenn du alleine dich auf die Prüfung vorbereiten möchtest, bestelle dir einfach mein neues Buch, was auch bei Amazon als Bestseller geworden ist, und lerne einfach mit mir mit diesem Buch zusammen. Außerdem für die schriftliche Prüfungsvorbereitung startet mein ganz, ganz neuer Kurs. Bis jetzt gab es nur die Beschwerdebrief oder Bitte um Informationenbrief schreiben. Und jetzt gibt es auch die komplette schriftliche Prüfung mit mir zusammen. Dieser Kurs besteht aus 4 Tagen und wir machen jeden Tag einen Teil der Prüfung. Während des Kurses schreibst du 5 Briefe und ich korrigiere und bewerte diese Briefe und du erhältst auch alle wichtigen Strategien, alle Bücher mit Briefen plus natürlich mein Bestsellerbuch Brief B2 erhältst du von mir per Post zugeschickt. Also, ich freue mich auf dich und nun zeige ich dir meine Diskussion für die Prüfung Tech-Deutsch B2. Ich empfehle dir auf jeden Fall, nachdem du das gesehen hast, noch einmal ohne Ton diese Diskussion vorzulesen und laut zu sprechen. So hast du mehr davon, du übst, du sprichst mit mir zusammen und so trainierst du dann alleine zu Hause auf diesen Teil der Prüfung. Also, viel Spaß dabei! Wichtige Formulierungen, Redemittel habe ich euch schwarz markiert, so könnt ihr euch das besser merken. Der Artikel, den ich gelesen habe, heißt Roboter im Haushalt, Fluch oder Segen. Der Autor des Artikels berichtet ausführlich über die moderne Haushaltsführung mit Hilfe von Haushaltsgeräten, die selbstständig viele Arbeiten im Haushalt übernehmen. Der Verfasser des Artikels betont, dass schon 40% aller Haushalte in Deutschland wenigstens einen Haushaltsroboter besitzen. Svetlana, was kannst du dazu sagen? Diesen Artikel finde ich höchst interessant, Marina. Der Autor dieses Artikels nennt viele Vorteile eines Haushaltsroboters. Er führt Beispiele ein, dass ein Saugroboter durchschnittlich 20 Stunden im Monat an der Zeit spart. Das finde ich sehr beeindruckend. Was ich noch hinzufügen möchte, dass die Roboter nicht nur vorteilhaft sind. Im Artikel werden manche Nachteile der Roboternutzung genannt. Wie findest du diese Nachteile, Marina? Der erste Nachteil ist, dass die Roboter
doch viel Platz nehmen und stehen viel rum. Das ist kein gutes Argument meiner Meinung nach, da normalerweise Geräte auch rumstehen. Der zweite Nachteil ist, dass die Geräte ständig Wartung und Pflege brauchen. Mit diesem Argument bin ich völlig einverstanden. Ich habe auch einen Roboter-Staubsauger, den muss ich putzen und laden und wenn ich saugen möchte, muss zu Hause alles perfekt aufgeräumt sein. Sonst saugt er noch kleine Spielsachen oder Kabel. Hast du Erfahrung mit einem Haushaltsroboter, Svetlana? Ich hatte noch nie einen Roboter gesehen, nur in der Werbung im Fernsehen. Aber ich überlege mir, einen elektrischen Fensterputzroboter zu kaufen. Ich lese Bewertungen in den Online-Shops und bin noch nicht ganz fest davon überzeugt. Wir haben sehr große Fenster im Haus und ich schaffe das nicht, so hoch die Fenster zu putzen. Deswegen wäre es für mich super, so einen Fensterputzroboter zu haben. Dann hätte ich ein Problem weniger. Und würdest du deinen Freunden empfehlen, einen Haushaltsroboter zu kaufen? Auf jeden Fall, Svetlana, bei richtiger Pflege und Nutzung von diesen Geräten kann man leichter seinen Haushalt führen. Die Idee mit dem Fensterputzroboter finde ich großartig. Ich werde mich später darüber schlauer machen und informiere dich, was ich rausgefunden habe. Danke für diese Idee. Bitte sehr, Marina, und wir hören uns später voneinander. Danke für das Gespräch. Tschüss!